Also da zu stehen und den Amtseid zu leisten, das war schon ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Es hat jetzt nicht Klick gemacht, dass man plötzlich denkt, hups, jetzt bin ich Ministerpräsident, jetzt ist es plötzlich alles anders, so ist es nicht. Aber es ist schon wirklich ein bewegender Moment in meinem Leben, absolut. Wir wollen diesem Land eine neue Dynamik geben. Mir persönlich ist wichtig, dafür werde ich auch persönlich einstehen, dass wir wieder mehr investieren in Schleswig-Holstein. Da ist manches liegen geblieben in den vergangenen Jahrzehnten. Und ich glaube, es ist der Auftrag dieser Regierung, auch daran etwas zu ändern. Und das werde ich morgen hoffentlich kraftvoll deutlich machen. Jetzt wird gearbeitet. Ich bin ja nicht gewählt, um mich auszuruhen, sondern wir haben gleich schon Kabinettssitzung, müssen die ersten Entscheidungen treffen. Darauf freue ich mich. Dafür bin ich ja auch gewählt. Und heute Abend habe ich vielleicht dann auch nochmal die Gelegenheit, in Ruhe auch nochmal darauf anzustoßen.